Ja, hallo liebe Figurenfans, willkommen auf meinem Kanal zu einem neues Video und zu einem weiteres Video mit einem schönes Figurenvideo, was ich hier angedeutet habe. Zwei Figuren werde ich euch heute vorstellen. Die habe ich mir auf dem Berliner Allee beim Magic Store geholt und jetzt viel Spaß auf meinem Kanal mit diesen wunderbaren Figuren. Ich mache für jeden Figur ein Video. Ja, hab gedacht, ich mache wunderschöne Figuren, zwei Figuren-Video heute, hinter schön meinen ganzen schönen Weihnachtsbeleuchtung mit den Weihnachtsmützen. Ja, ich fange an mit Aquaman. Aquaman kennen wir ja alle aus dem Filmreihe Justice League, der Herr über die Meere. Und hab mir heute den Mario Gönf, DC Multiverse Aquaman. Ich finde so diese Figurenart perfekt. Aber wir wollen uns jetzt mal diese wunderschöne Figur anschauen, hier auf meinem Tisch. Viel Spaß! So, Aquaman. Ja, ihr seht, eine sehr schöne Verpackung alleine auch schon, wenn man sie sieht. Und dann wollen wir uns mal erstmal die Figur betrachten. Dann will ich mal das Licht ausmachen. Alleine auch schon der ganze Brustkörper ist wunderbar gemacht. Kartonmäßig hinten auch die Rückseite. Das Hauptbild. Hier alle Helden, die es gibt. Und natürlich hier DC Multiverse. Aquaman. Hier ist ein Siegel 2021. Das heißt, es ist flammneu und ist original aus Magic Store Berlin Allee. Danke für dieses Team, auch für diese Figur. So, natürlich wollen wir uns auch die Figur mal angucken. Dann werde ich mal auspacken. Ja, es ist jetzt schon bald Weihnachten, ne? Und das ging ganz schnell vorbei. Ich finde irgendwie die ganzen Jahre gehen schnell vorbei jetzt. Die Tage gingen so schnell hinüber. So, dann schauen wir uns das Stück mal an. Hier sind immer diese komischen Gummi-Dinger. Auch der immer der nette Marc von Bumu TV. Ich grüße dich auch, wünsche dir auch schöne Weihnachten. Der immer meistens auch immer mit seinem Messer immer zugange ist. So. So. Jetzt gucken wir uns die Figur erstmal richtig schön erstmal an. So sieht er aus, mit seinem ganzen Anzug, mit seinem Gürtel, mit seinen Stiefeln, wie man kennt, der Aquaman. Man kann alles bewegen, die ganzen Arme, alles kann man bewegen, komplett, auch der Torso kann man bewegen. Und natürlich, was dazugehört, seine Waffe ist natürlich sein Hauptmehrteil. Ist aber, finde ich, sehr weich, nicht so hart. Na gut, für Kinder oder etc. ist natürlich gefährlich, sich zu verletzen. Aber da hätte man wirklich sagen können, okay, komm, da machen wir ein bisschen einfach ein festeres Kunststoff. Also muss man wirklich erstmal gerade biegen. Aber die Figur ist natürlich auch vielversprechend und natürlich auch das Maßgebende. Ja, so sieht das aus. Gesichtmäßig finde ich auch ganz okay. Obwohl, ja gut, wenn man so guckt, jetzt vom Schauspieler, klar, natürlich ist es eine Figur natürlich, aber ich finde auch die Haare alleine und der Bart kann man sich sehen lassen. Also ich muss sagen, die Figur ist top, sehr schön. Manchmal so, riechen so richtig neu, so manchmal von der Firma Netzer, diese Predators, ne? Das ist halt die Farbe. Alles schön gummiert, schön lose.
Ich muss auch mal sagen, die Stiefel sind auch ein Hingucker, ne? Und man kann auch die Füße bewegen, auch die Zehenspitzen kann man bewegen. Ja, aber das ist eine ganz gute Figur. Zum Lieferumfang gibt es natürlich auch diese Karte, die werde ich euch gleich auch mal zeigen, nur mal auf dem Tisch hier. Und diese sogenannte Platte, wo man denn die Figur draufstellen kann, ne? Ihr kennt das immer, das Gefühl, jeder Sammler. Ich bin pingelig, kippe die um, ärgert man sich ganz gewaltig. Man kennt es bei der Black-Figuren-Serie, da muss ich mal gucken, ob ich sowas kriege, aber ich werde mal schauen. Ja, mal gucken. So, noch einmal ganz kurz und dann werde ich euch mal ein schönes Video nochmal zeigen, wie diese Figur richtig aussieht, wenn man sie hinstellt auf Ständer, auf Platte und ja, viel Spaß. Ja, so sieht das gute, so sieht die schöne Figur aus mit seinen Gabel und natürlich mit seinem ganzen Anzug. Und vor allen Dingen die Bemalung, vor allen Dingen der Unterarmschutz auch sehr schön gemacht. Aber ich muss sagen, diese dicke Gabel hier passt sehr schlecht durch die Hand durch. Das muss ich mal sagen. Die hätten da vielleicht ein bisschen dünner machen können. Aber gut, ist halt so. Aber sehr schön. Schöne Figur. Echt gut gemacht. So, ihr seht nochmal ein ganz schönes kleines Zeigvideo. Oh ja, sehr schön, sehr schöne Figur. Ja, das war das Video von der Figur DC Multiverse, der Aquaman aus Justice League. Ich finde die Figuren top, ich bin zufrieden. Das Einzige, was mir ein bisschen bemängelt ist, diese dicke Gabel, hier hätten sie ein bisschen dünner machen können, damit sie besser hier durch die Hand passt. Aber gut, es ist halt so. Aber ich finde es ein Hingucker. Wenn euch dieses Video gefällt mit der Figur und die Figur gefällt euch, lasst einen Daumen oben. Nicht vergessen, wenn euch gefällt, abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Dann sehen wir uns bei den Nix-Figuren wieder. Bis dann, euer Mike. Ciao.